Ja, und damit hallo und herzlich willkommen auch zurück an die Zuschauer auf YouTube zu einer neuen Aufnahme im Livestream auf Twitch zu Stardew Valley. Und hier pfeift etwas. So, ich habe gerade keine Ahnung mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir gucken mal, Wetterbericht. It's going to be clear and sunny all day. Okay, das ist schon mal gut. Fortune Teller. Ah, yes, I can hear the spirits whispering something to me. The spirits are very displeased today. They will do their best to make your life difficult. Sehr schön. Also, wir haben sehr viel Pech. Nein, das wollte ich nicht. Living off the land. Here's a tip for your adventures out there. Don't forget your weapon special attack. Achso, das war es mit dem Blocken. Genau, dass man da das blocken kann, was ich nicht wusste. Wusste ich wirklich nicht. Wir haben Geodes, die können wir dann processen. Das wollte ich, glaube ich, auch machen. Wir haben hier einen Amethysten fertig und wir haben Würmchen fertig. Das ist sehr gut. Nase juckt natürlich. Stream geht los und die Nase juckt. Das ist hervorragend. Sobald man das Spiel startet, juckt einem immer die Nase. Ich weiß gar nicht, warum. Das muss irgendein Fluch oder irgendwas sein. Keine Ahnung. Halt. Wir brauchen unsere tolle Melkmaschine hier. Zack. So. Dann streichen wir die mal kurz und sammeln ordentlich Milch. So. Catherine has no milk right now. So, dem Donald geht's gut. Ruffy geht's gut. Gustav geht's gut. Milka geht's gut. Allen geht's gut. Wir haben eine kleine glückliche Farm. Das ist sehr schön. Ich glaube, ich habe alle gestreichelt hier. Ja. So, mal kurz da rein. Da sieht auch alles gut aus. Wir haben noch frisches Getreide hier drin. Beziehungsweise Heu. Hier haben wir wieder jede Menge Eier. Die sammeln wir natürlich ein. Und machen daraus dann gleich mal Mayonnaise. Ja doch, wir machen hieraus Mayonnaise. Zack, 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 zack. Und daraus machen wir Käse. So, dann haben wir das schon mal. Drink this milk. Nein, wir gehen hier rein. Dann halt Kühlschrank. Die Milch packen wir da rein. Die Enteneier packen wir da rein. Die Geodes müssen wir auf jeden Fall processen. Dann müssen wir die Katze mal eben versorgen. Dann hat die was zu trinken. Gras haben wir momentan noch genug, das heißt, da haben wir gar kein Problem, das passt. Das heißt, innen drin haben wir genügend Nahrungsmittel, um letztlich, ja, um sie zu versorgen. Das kommt hier hin. Das lassen wir mal hier, die Geodes müssen wir processen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit, das kann man futtern. Dann schauen wir ganz kurz, wie sieht es denn bei unseren Feldern aus? Unsere Erdbeeren sind fertig, ich erinnere mich. Wir haben das letzte Mal ja sehr, sehr viele Erdbeeren gepflanzt. Und da sind einige wohl fertig. So. Das Tolle an den Erdbeeren ist, das sind Sträucher, die wachsen immer wieder. Wir haben zwar bloß noch 8 Tage. Ich hoffe, dass die ein bisschen häufiger wachsen dann. Dass wir sehr, sehr viele Erdbeeren kriegen. Weil aus denen können wir bestimmt leckere Erdbeermarmelade machen. Die wir dann für teures Geld vielleicht kaufen können. Der Rhabarber ist auch fertig. Sehr gut. Ich würde gerne Rhabarberkuchen machen. Ich hätte jetzt wirklich, ohne Mist, ich habe das letzte Mal, wo ich gestreamt habe, wo wir den Rhabarber dann gegessen haben, ich hatte wirklich Lust auf Rhabarberkuchen. Oder jetzt hier schön, so schöne Erdbeeren mit Vanilleeis. Das wäre wirklich lecker. So. Schön die Erdbeeren pflanzen. Es sind ein paar Erdbeeren. Das freut mich ein bisschen. Wir haben auch 32 goldene mittlerweile. Das ist sehr, sehr gut. Das nehmen wir noch mit. Also, wie man sieht, wir haben auch ein paar Erdbeeren gepflanzt. Ich lasse mich mal überraschen, was die dann an Geld bringen, vor allem mit der Marmelade. Achso, die ist noch nicht fertig. So. Ich müsste, glaube ich, auch wirklich mal diese ganzen Fische und alles... Ach, hier fliegen gerade über lauter Schmetterlinge rum. Sehe ich jetzt gerade erst. Ich müsste auch wirklich mal... Was wollte ich jetzt eigentlich? Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ich habe es vergessen. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Irgendwas total Cooles. Aber ich habe es vergessen. Was wollte ich denn sagen? Ach ja.
Ich müsste mehr angeln, glaube ich, weil ich würde wahnsinnig gerne mehr von diesem Superdünger machen. Also sprich dem ganz tollen Dünger, dass wir nämlich noch mehr Golden rauskriegen. Momentan haben wir jetzt 43 goldene Erdbeeren. Was schon erstaunlich ist. Und das aus einer einzigen Ernte. 43 Erdbeeren und wir haben noch nicht mal Glück. Wir haben noch nicht mal Glück. Wir haben ultra Pech heute und haben 43 goldene Erdbeeren rausbekommen. Es könnte auch schlechter gehen. Muss man ganz ehrlich sagen. Halt, das wollte ich mitnehmen. Die nehme ich mal mit, die Dinger. Weil wir haben ja Bäumchen gepflanzt. Und mit diesen Bäumchen kriegen wir dann wieder... Achso, hier ist nichts drin. Kriegen wir hoffentlich ganz, ganz tolles Baumharz. Das müssen wir bloß noch hinpflanzen. Ach, da war schon eins. Okay. Dann habe ich eins zu viel mitgenommen. So. Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Gut. Da unten das Feld. Wir müssen uns auf jeden Fall noch Sachen einpflanzen. Ein paar Dinge sind nämlich fertig geworden. Da muss ich mal gucken. Es ist heute Montag. Das heißt, der Verkäufer hat auf jeden Fall offen. Dann schmeißen wir das wieder hier rein. Haben wir noch Samen? Haben wir da noch was? Ja, wir haben noch ein paar Snip-Seeds. Die Beet-Seeds lasse ich mal, weil die brauchen wir im... die gehen eh nur im, im Herbst. Haben wir irgendwas frei, platztechnisch? Ja, da hinten haben wir eins frei. Zack. Dann pflanze ich hier mal die Parsnips ein. Dann haben wir da noch ein paar. Ich würde gerne die Felder komplett ausnutzen. Wie gesagt, ich muss mir dann auf jeden Fall, bevor der Sommer angeht, muss ich mir ausrechnen, wie viele Samen wir pro Feld dann brauchen. Dann kaufen wir die dreifache Menge immer auf Vorrat und dann haben wir kein Problem mehr. Dann haben wir mal einheitlich das Ganze. Ein Feld, ein Typ Samen. Und ich möchte auch mal dann hier hinten das weiter ausbauen. Weil hier momentan angefangen, das Ganze hier zu bauen. Das möchte ich jetzt mal weitermachen einfach. Wir haben jetzt 12.30 Uhr. Das heißt, idealerweise möchte ich noch zum Blacksmith heute. Da können wir auch gleich mal hingehen. Das heißt, ich möchte die Dioden alle aufmachen. Oder die Geodes. Dioden. Die Geodes aufmachen. Und dann möchte ich hier noch die ganzen Parsnips anpflanzen. Einfach, dass die Felder fertig sind. Dann gehen wir in die Mine. Da möchte ich auf jeden Fall hin. Ich möchte Steine sammeln, Eisen sammeln, Gold sammeln. Dass wir einfach noch mehr Felder hinbauen können. Ich hätte gerne diese ganze Reihe voller Felder. Ich hätte da komplett die ganze Reihe voller Felder durch. Damit wir einfach von jeder Sorte alles einpflanzen können. Damit wir da einfach kein großes Problem haben. Und einfach unendlich viel an Ressourcen dann letztlich haben und auch entsprechend Geld. So, weil dann können wir vielleicht auch irgendwann dann, wenn es kein Holz mehr gibt etc., uns auch Holz, Steine etc. einfach alles kaufen. Und müssen dann nicht mehr so ewig lange farmen, weil gerade das Hardwood zum Beispiel finde ich extrem mühselig. Town. Weil es halt so lange dauert. So, gehen wir hier mal rein. Hello, Process Geodes. So, machen wir auf. Aha. Eine Frozen hier. Ein Arenit. Clay. Was ist das? Das ist eine Suppe. Opal. Cool. 5 Eisen. Nehme ich gerne mit. Was ist das? Geminit. Aha. Was ist das? Ocean Stone. Aha. Und hier haben wir so Frozen Tier oder was? Genau. So, was haben wir hier drin? Aha, haben wir auch schon. Malachit. Sehr gut. Malachit kennen wir ja aus Dark 4 zum Beispiel. Ist irgendein komisches Material, aus dem auch die Bolzen gemacht sind, um mehr Schaden zu machen. So, haben wir irgendwas, was wir... Donate your Museum. Was haben wir ein schönes? Den Opal. Schmeißen wir da hin. Haben wir noch irgendwas? Nö. So, da haben wir nichts mehr. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Hier haben wir nichts. Lalalala. Dann, 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 dann. Ich mag diese Musik so unglaublich gerne bei Stardew Valley. Das ist so herrlich einfach.
So richtig schön entspannend immer. I wish Abby wouldn't spend so much time in her room. Maintaining a household is difficult work, but somebody has to do it. Yes? Ja, das stimmt. Hallo. I wanna be just like my big brother when I grow up. Okay, bye. Okay, tschüss. Hello, farmer. I've been gone so long, I feel like a stranger. Ach stimmt, der kam hier erst. Genau, den kennt man noch gar nicht, den kennt. Der kam hier erst. We sell a few over-the-counter medicines at the clinic. Feel free to stop by if you're feeling exhausted. I know that being a farmer is pretty tiring work. Don't overdo it. Nö, das kriegen wir hin. Sehe ich alles total entspannt. So, das nehmen wir mit. Kennt man ja, man geht immer, wenn man die Straße lang läuft etc., man reißt immer irgendwelche Blumen raus oder geht immer in irgendwelche Büsche, nimmt nur alles mit. Ist gar kein Problem. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ruckelt heute ein bisschen, kann das sein? So stellenweise ruckelt es ein bisschen, glaube ich. Kann das sein? Also, dass so Mini-Ruckler drin sind? Ich müsste doch meinen Rechner vielleicht mal neu starten. Hey! Construct Farm Buildings. Was haben wir denn Schönes? Houses for barn dwelling animals. House 8 barn dwelling animals allows animals to give birth, unlocks goats. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal das hier. Dann können wir Ziegen uns halten. So. Das wollte ich upgraden. Okay, I'll start working on your barn upgrade first thing tomorrow morning. Thank you, Robin. So, aber dann können wir uns hier nämlich Stein und Holz kaufen, wenn wir genügend Sachen haben. Budget-TV, Plasma-TV can be placed inside your house. So ein schöner Plasma-Fernseher wäre auch schön. So. Dann würde ich sagen... was haben wir jetzt eigentlich? Okay, wenn das ganze Zeug ist, können wir mal wegschmeißen jetzt dann. Jetzt was jetzt wegschmeißen, ne? Wir werden es einfach schön in die Kisten verpacken. Dann haben wir noch Stein aber 89 übrig. Aus diesen 89 Steinen machen wir jetzt mal Steinzäune. So. Dann haben wir das. Aus diesen Steinzäunen werden wir jetzt ganz erfolgreich Mauern bauen. Mauern aufsetzen, meine ich. Does anyone have an extra green algae? Clint. Okay. Haben wir eine grüne green algae? Haben wir sogar dabei. Finde ich gut. Dann gucken wir ganz kurz hier. Ist der da? Ja, der Clint ist da. Sehr gut. Dann geben wir die auch gleich mal ab. Zack. This is absolute junk. I'm offended. Oh! Ach, Clint. Ich habe mich im Namen verhauen. Verdammt. Der Clint war der Schmied. Ich dachte, das war er hier. Verdammt. Das ist mir ein bisschen unangenehm jetzt. Das ist mir leicht unangenehm, aber nur ein bisschen. It's locked. Natürlich. Query, was haben wir hier? Da können wir ein bisschen abbauen hier. Wie viel Uhr haben wir denn? 5.10 Uhr, das passt. Das heißt, wir bauen hier einfach mal schnell ein bisschen was ab. Dann haben wir auch wieder Steinchen. Wir brauchen jetzt nämlich ein bisschen was für... Na, für die Felsen. Für die Felsen. Für die Zäune. Dann haben wir das nämlich alles. So, Aquamarin nehmen wir auch mit. Und dann können wir nämlich unsere Farm weiter ausbauen. Wir müssen, glaube ich, noch die... Die Baumfarm müssen wir auch noch abschließen dann. Halt, das sind noch zwei Steine. Die nehmen wir mit. So, es ist übrigens sehr interessant. So, nein. Bus Stop. Es ist echt sehr, sehr interessant, wie schnell dann doch, ja, die Zeit rumgeht, weil es ist schon wieder 6 Uhr abends. So. Dann nehmen wir das alles mit hier. Zack, zack. So, die Mayonnaise packen wir ganz brav hier in den Kühlschrank.
zusammen mit dem Käse. Das andere Zeug schmeißen wir jetzt einfach in die Truhe rein. Ich hoffe, da ist noch Platz. Ansonsten schaffen wir uns den Platz eben. Beziehungsweise lagern eben einfach mal alles um. Das sieht gut aus. So, die Seeds packen wir wieder hier rein. Das haben wir alles gepflanzt. Das Pflänzchen hier schmeißen wir da rein. Oder nee, das müsste eigentlich hier reinpassen, oder? Auch nicht. Wo ist denn das Zeug hier drin, sag mal? Ja, keine Ahnung. Ich schmeiß einfach mal da rein. Also wie man sieht, ich habe nicht wirklich, ich habe es nicht wirklich geschafft, die Kisten zu sortieren. Muss ich auf jeden Fall noch machen. Ich habe noch nicht wirklich einen Plan, wie ich die sortieren möchte. Das muss ich mir nochmal irgendwie überlegen dann. Weil es doch ein bisschen, ja, doch ein bisschen viel. So, dann gucken wir ganz kurz. Hier müssten noch, genau, hier fehlen noch Mäuerchen. Das machen wir einfach mal hier zu. So, dann haben wir hier einen schönen Weg. Dann machen wir hier das Ganze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann machen wir das so. Und hier ziehen wir das hier runter. Und dann ziehen wir das hier rüber. Zack. Und dann hier so rüber. Dann machen wir neue. Zack. So. Und zack. So, dann haben wir auch das Ganze schön positioniert. Hier muss noch eine Vogelscheuche hin, auf jeden Fall. Das Ganze muss auch noch gedüngert werden. Gedüngert vor allem, ja. Sehr gut, Hepi. Hast gut gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. So. Okay. Machen wir hinten noch ein bisschen Platz. Weil da hinten kommt dann noch eine Farm hin. Da haben wir hier eine riesige Farm. Da muss auf jeden Fall noch eine Vogelscheuche hin. Die hole ich jetzt auch gleich. Wir müssten auch noch ein bisschen Fertilizer haben. Hoffe ich zumindest. Ja, ein bisschen was haben wir noch. Dann nehmen wir die hier noch mit. Den Zaun nehmen wir auch mal mit. Und dann brauche ich... Ich bin gerade im Überlegen. Den Sprinkler können wir auch mitnehmen. Das nehmen wir auch mal mit. Wir werden noch ein bisschen Fertilizer brauchen, glaube ich. Die Kale Seeds nehme ich mal mit. Wir pflanzen jetzt einfach alles ein, was wir haben. Das sind Sommer Seeds, Fall Seeds, Fall, Ancient Seeds. Okay. So. So. Wenn dir die Vogelscheuchen aus sind, stell Cooper 1005 aufs Feld. Sorry, Cooper. Wäre eigentlich eine Idee, ne? Der Vorteil ist, ein Cooper würde mir 18 Vogelscheuchen ersetzen. Von daher, gar keine schlechte Idee eigentlich. Müsste ich wirklich tun. Ich werde so Haue kriegen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Ich werde so Haue kriegen. So. Gut, dann hier Fertilizer. Alles erstmal düngen hier, ganz erfolgreich düngen, zack, 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 zack. So, das, verdammt. Aber es war mir fast klar, dass es nicht reichen wird, drum habe ich hier ein bisschen was mitgebracht noch. Zack. So. Na komm. Das sieht gut aus. Dann nehmen wir hier die paar Snips. Zack. Und dann pflanzen wir die alle ein. Ich weiß gar nicht, die 50 werden vermutlich auch nicht reichen, oder? Werden die reichen? Ich kann es gar nicht sagen. Könnte ganz knapp langen. Ja, es langt. Gott sei Dank. So, paar Snips auch gemacht. So, oh, der Chat geht, aber der Stream nicht. Sagt Hippy, ich war hier. Hallo Isibert und es tut mir extrem leid, dass es... mal wieder nicht funktioniert bei dir. Es tut mir echt leid. Ich kann da leider nur nichts dran ändern. So gern ich würde. Hepi, ich sollte sagen, dass Isibert hier ist. Ja, ich hab's gesehen. Schade, schade, dass es nicht klappt, Isibert.
Das ist wirklich ärgerlich. Ich könnte hier unten übrigens mal immer so ein Löchlein reinreißen. Wie viel Uhr? 11.40 Uhr, das passt. Weil dann habe ich hier unten nämlich immer so einen schönen Weg. Hier, das gefällt mir nämlich. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Wie mache ich das hier am dümmsten? Das kriege ich nie symmetrisch hin hier, oder? Ich mache hier unten mal ein Loch einfach rein. Dann können wir überall einfach durchmarschieren. Und jetzt gehen wir jetzt erstmal ab ins Bettchen. Und dann. Ja, schauen wir mal, was wir sonst noch so machen. Fertilizer da rein, das da rein. Rein, die Kale-Seeds hebe ich mal auf. Das rein, den Rest machen wir alles noch. Das Holz tun wir rein. Das kommt hierher, so. Okay. Und rein da. So, go to sleep for the night, jawohl. Ach, komm schon, Cooper, der hat dir doch auch gefallen. Weiß doch, von wem es kommt. Ich glaube deswegen, ja. So, neuer Morgen, neues Glück. Wir schauen mal, was wir so haben. Weather Report. It's going to be clear and sunny day tomorrow. Perfect weather for the flower dance. The event will take place in the forest starting between 9 AM and 2 PM. Don't be late. Fortune Teller, the spirits feel neutral today. The day is in your hands. Sehr gut. So, was haben wir hier? Dear Happy Bird, tomorrow we are all getting together for the flower dance. If you can find a partner, you might even want to participate in the dance yourself. There is a little clearing beyond the forest west of town where we hold the dance. Arrive between 9 AM and 2 PM if you're interested. Major Lewis. Okay. So. Der Blumentanz. Mal gucken, vielleicht kriegen wir dieses Jahr jemanden dazu, dass er mit uns tanzen geht. So, hier erstmal das Gold rein. Den Amethysten würde ich gerne der Abigail schenken. Dann brauche ich das und das. Ja, ich stecke das weg. Ja, der Cooper, der ist hart im Nehmen. Der kriegt das schon alles hin. So, zack, 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 zack. So, solange die nicht abhauen. Hallo, komm her. Hallo, Huhn. So. Okay, Milka hat keine Milch. Sehr gut. Clara hat keine Milch. Aber sie hat Milch. Sehr gut. Wie schaut es hier aus? So, wir haben wieder ein Void Egg. Sehr, sehr gut. Okay. Dann haben wir das. Mich würde aber mal interessieren, warum bei EasyBird das Internet oder Twitch nicht funktioniert. So, hallo Robin. Bist du schon schön dabei? Achso, ne. Da. Be patient, I still have a lot of work to do. So, möchtest du was? Komm mal. Thanks, this is really nice. So. Ne, wenn sie schon hier arbeitet, dann kann sie wenigstens was zu futtern bekommen von mir. Dann ist sie auf jeden Fall versorgt. So. Aha, ich habe einen Huhn vergessen. Ich möchte betonen übrigens, Herkules hat volle Herzen, der Cooper hat auch volle Herzen, ich weiß gar nicht warum. Bisasam hat volle Herzen, der Jeremy, naja, bei dem dauert es immer ein bisschen. Der Donald braucht auch ein bisschen, der Gustav, dem geht's auch gut. Martin hat volle Herzen und Ruffy hat 3 Herzen, sehr, sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Haben wir irgendwas fertig? Parsnips sind fertig. Juhu. So, hier ist nichts fertig, hier auch nicht, bis auf die Parsnips. So, die nehmen wir natürlich alle mit. So, halt, und sind auch noch welche fertig. Nehmen wir auch noch, da ist noch eine Parsnip fertig, nehmen wir auch mit. Zack. So, wie schaut's hier aus? Ne, die Erdbeeren, das braucht noch alles. Das Zeug hier ist auch fertig. Was war das eigentlich, oder Cauliflower oder was da? Cauliflower, genau. So, hier ist nichts fertig. Die Bohnen oben sind auch fertig. Also zumindest die obere Reihe. Die unteren haben wir ja später gepflanzt. Ne, die unteren haben wir zuerst gepflanzt und die oberen kamen dann später. So rum. So, hier ist auch nichts fertig. Die Bäumchen wachsen hier auch entspannt vor sich hin. Dann noch kurz Bohnen einsammeln. So. Dann haben wir das auch. Dann können wir jetzt in Ruhe in die Mine gehen.
Ich würde gerne schöne Steinwege auch legen. Hier würde ich gerne, so dass später auch im Herbst würde ich hier auch gerne den Mais anbauen. Einfach weil wir durch den Mais, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch nicht durchlaufen können. Dann haben wir hier einfach eine schöne Plantage da oben. Hier unten haben wir die normalen Plantagen, dann oben einfach dann Mais, Bohnen etc. Das sollten wir da auf jeden Fall hinkriegen. So, bevor ich jetzt neue Parsnips kaufe, ne? Jetzt mal erstmal Folgendes. Das schmeißen wir da rein. Dann machen wir hier erstmal Seeds draus. So. Die Käfer nehmen wir auch mit. So. Dann die Bohnen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hallo? Düt. So, die Bohnen. Passen die alle da rein? Nee, ne? So. Milch kommt da rein. So, dann haben wir das. Das goldene Zeug, das tun wir dann weg. Die Seeds sind schon fertig, das ist sehr gut. Hier haben wir das. Das kommt da rein. Die Eier. Aus den weißen Eiern machen wir Mayonnaise. Zack. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Stardew Valley heute manchmal stellenweise ruckelt. Ich weiß aber nicht, warum. Es wirkt irgendwie seltsam. So, das Void-Egg da rein. Ist das Festival heute eigentlich oder morgen? Ich weiß es gerade gar nicht. So. Das kommt hier rein. Dann gucken wir mal kurz in die Fledermaushöhle und gucken, was da ist. Haben wir irgendwas drin? Ja, irgendeine Blaubeeren oder was das sein soll. Nee, Blackberry, Schwarzbeeren. Was sind denn Blackberries? Sind das sind das Brombeeren? Das sieht aus wie Brombeeren eigentlich. So. Parsnip-Seed. Ich probiere es mal aus den Goldenen. Wie viel kriegen wir aus den Goldenen denn raus? Das würde mich mal interessieren, weil das hängt bestimmt auch von der Qualität ab, von den Früchten, wie viele Samen wir da rauskriegen. Ich will jetzt mal stehen bleiben, weil das geht relativ fix. Okay, da kriegen wir 3 raus, sehr gut. Ich habe mal heimlich ein Schlückchen getrunken. So, dann können wir auch mal das Eisen hier einschmelzen. Zack, zack. Und dann nehmen wir das Gold, das schmelzen wir auch ein. So. Das schmeißen wir alles hier hin. Okay, es bringt nicht wirklich. Es ist eigentlich egal, ob wir da goldene reintun, silbern oder normale. Die Chance, glaube ich, an sich ist nicht viel besser. Aber man kann sie halt selber herstellen dadurch. Es vergeht halt ein bisschen Zeit. So. Lalalalalala. Ich hoffe mal, da unten sind jetzt bald die ganze Marmelade und alles fertig. Weil mit der ganzen Marmelade da unten haben wir echt einen riesigen Vorteil. Dann, gerade wenn wir die Erdbeeren dann einmachen, da sollten wir einiges an Geld bekommen. Vor allem, weil wir einige Erdbeeren auch haben. Lassen wir uns mal überraschen. So. Zack. So, ich warte noch ganz kurz. Die machen wir noch, die 2. Und dann ist gut. Dann haben wir genügend Seeds, glaube ich. Das sollte dann auch reichen, dass wir die Felder wieder bestücken können. Zack. Das noch rein. So. Dann haben wir 17 Seeds. Seeds vor allem. 17 Seeds, das sollte reichen. Und dann sollten wir da auch, ich glaube, alle Felder wieder sauber hinbekommen. Ich weiß gar nicht, ob sich das so wirklich lohnt eigentlich. Also, dass man die Seeds dann selber herstellt. Man spart sich natürlich einiges an Geld, klar. Zack. So, 7 haben wir noch. Das sollte reichen. Ja, wir haben auf jeden Fall mehr rausgekriegt, meine ich, als dass wir investiert haben. Kann das sein? Weil das Problem ist, was du halt hast, wenn du die Seeds dann selber machst, dann kannst du es auch nicht mehr verkaufen. Du kannst es weder einmachen, noch verkaufen, noch sonst irgendwas. Das heißt, es fehlt halt eigentlich letztlich. Naja. So. Dann hier weiter, hier hoch. Wir haben echt schon ganz schön viel an Zeug hier rumliegen. Das muss man schon mal fairerweise auch sagen. Wir haben schon echt viel Krempel. So, den
Achso, ich habe dafür keinen Platz mehr. Das ist auch toll. Dann machen wir das Erz hier ein. So, zack, zack. So. Kann ich hier irgendwas wegtun?